Ja, willkommen zurück, Leute. Wir sitzen wieder mal in der TBM 930 und wollen uns heute damit befassen, wie wir denn eine Route über das Garmin im Cockpit planen können. Dazu wechseln wir natürlich erstmal die Ansicht und gehen ins Cockpit rüber. Wenn ihr jetzt mit der rechten Pfeiltaste ein bisschen nach drüben geht, dass ihr so in der Mitte seid und dann die rechte Maustaste gedrückt haltet und ein bisschen reinzoomt, dann habt ihr hier ganz schön die Sicht auf eure beiden kleinen Touchscreens, die ziemlich genau unter dem MFD sind. Und da fangen wir jetzt auch einfach mal mit dem linken Touchscreen an. Die haben beide dieselbe Funktion, aber wir fangen einfach mal links an und sind jetzt hier im PFD Home Menü. Das seht ihr immer hier oben. Um jetzt ins MFD Home Menü zu kommen, müssen wir hier bei diesem weißen Balken einfach MFD lokalisieren und von MFD aus ein bisschen nach rechts mit dem Auge und dann habt ihr hier diesen Soft Key. Den einmal drücken und jetzt seid ihr im MFD Home Menü und somit können wir dann auch hier unser MFD ansteuern. Als nächstes drücken wir dann jetzt hier auf den mittleren Button auf Flight Plan und sind dann im aktiven Flugplanmenü. Da müssen wir jetzt damit beginnen, dass wir uns erstmal unseren Abflughafen auswählen und drücken hierzu auf den obersten Punkt Add Origin. Einmal klicken und dann seid ihr hier im Tastaturfeld. Jetzt gebt ihr hier den ICAO-Code eures Flughafens ein, wo ihr denn starten wollt. In unserem Fall können wir jetzt hier nochmal überprüfen auf dem MFD, ist das EDLN, also Echo Delta Lima November, und das klimpern wir jetzt hier einfach mal ein. Dann können wir das auch nochmal hier schön sehen, dass daneben jetzt Mönchengladbach steht, und bestätigen tun wir das Ganze, indem wir unten rechts auf Enter drücken. So, dann sind wir sofort wieder zurück im Active Flight Plan Menü und wir sehen jetzt hier bei Origin EDLN und darunter steht es auch nochmal mit Name. Jetzt wählen wir als nächstes Add Destination, also unseren Zielflughafen, auch mit einem Mausklick bestätigen und wir sind wieder im Tastaturmenü. Da jetzt den ICAO-Code von dem Flughafen, wo ihr hin wollt, in unserem Fall ist das jetzt einfach mal Hamburg, also Echo Delta Delta Hotel, und hier steht dann auch wieder Hamburg daneben. Das Ganze bestätigen wir eben auch schon mit der Enter-Taste unten rechts. Und jetzt seht ihr, wir haben hier die Route drin, hier steht auch die Distanz in Meilen und wir haben jetzt hier auf dem MFD auch unsere magentafarbene Linie, was jetzt im Prinzip ein Direct-To wäre. Was uns natürlich jetzt nicht so gut bekäme, weil wir wollen jetzt gleich so ähnlich wie das Flugzeug steht, wir sind nur noch auf dem Taxiway, aber wir wollen auch in diese Richtung starten, also auf der Startbahn 31. Und dann würde das Flugzeug ja jetzt erstmal in diese Richtung hier fliegen und müsste dann eine ganz scharfe Kurve machen, nach rechts und dann wieder links. Also das wäre ja ziemlich blöd. Damit wir dem jetzt entgegenwirken, nutzen wir jetzt noch unseren rechten kleinen Touchscreen dazu, drücken da auch wie eben einmal auf MFD und dann unten auf diesen Drehknopf. Wenn ihr da seitlich dran seid, seht ihr, dass ihr so ein Drehpfeil habt, und wenn ihr genau drauf seid, dann habt ihr eine Hand. Die einmal drücken und dann seid ihr hier im Map Pointer Control. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen nach oben, dass wir das ganze MFD sehen. Und jetzt habt ihr hier auch wieder eine Hand, wenn ihr hier drauf seid. Wenn ihr die linke Maustaste gedrückt haltet, dann könnt ihr jetzt hier auf dem MFD beobachten, wie wir uns da bewegen können. Zur Kontrolle habt ihr auch da immer oben diesen kleinen Mauszeiger. Was wir jetzt damit gemacht haben, ist, dass wir uns einfach mal angeschaut haben, wo denn die nächsten, ja, ich lasse mal die Sicht so, dass wir hier ein paar Wegpunkte haben, die wir uns als Startbahnverlängerung nehmen können. In unserem Fall nehmen wir jetzt einfach mal die Lima November 313. Das ist hier der Punkt und das wäre dann eine ganz gute Verlängerung. Haben wir dann hier schön nachher eine Linie, die dann nach da geht, und dann machen wir eine Rechtskurve. So, um diesen Punkt jetzt einzufügen, gehen wir wieder in unser linkes Display, merken uns, oh, ich mache die Sicht mal so, wir merken uns die LN313 und gehen jetzt hier unter EDLN auf Add on Route Waypoint. Da einmal draufklicken und dann seht ihr, seid ihr wieder in diesem Tastaturfeld. Jetzt geben wir hier Lima November und wenn ihr zahlen wollt, einfach auf die 123 drücken, 313 ein und unten rechts das Ganze wieder mit Enter bestätigen. Jetzt hat sich da auch was getan. Der magentafarbene Strich, der zeigt nicht ganz da drauf, aber man fliegt wirklich zu diesem Wegpunkt. Das ist nur hier ein bisschen komisch dargestellt. Ich weiß nicht, ob das im echten Garmin auch so ist, aber ist auch egal. Die Maschine fliegt auf jeden Fall wirklich nachher zum Punkt LN313. So, jetzt haben wir da
eine vernünftige Startbahnverlängerung. Was uns jetzt noch fehlt, wäre ein vernünftiger Anflug, weil das ist jetzt ein Direct To. Dazu gehen wir jetzt einfach einmal auf Home und wählen dann jetzt hier neben Flight Plan, hier ist Flight Plan, wo wir eben waren, Proc aus, Procedures. Da einmal drauf drücken und Departure interessiert uns nicht, das haben wir uns im Prinzip selbst eingespeichert, unser Departure, dass wir uns jetzt hier eine Startbahnverlängerung gemacht haben. Arrival brauchen wir auch nicht. Wir gehen sofort auf Approach. Und da hat er jetzt hier für mich in dem Fall standardmäßig schon die ILS 05 ausgewählt, ist aber noch nicht drin. Ich kann das jetzt einmal kurz zeigen, indem wir hier ein bisschen rauszoomen. Ups, das war reinzoomen. Zoomen wir mal ganz weit raus aus der Karte und gehen mal nach Hamburg. Dann seht ihr jetzt hier im Prinzip ist da nichts. Das ist einfach nur eine Linie nach Hamburg. Die zeigt schon in etwa auf die Landebahn 5, aber nur in etwa. Damit wir jetzt wirklich die Landebahn 5 haben, drücken wir jetzt hier unten rechts auf Load and Activate. Und jetzt tut sich hier noch ein bisschen was, das dauert dann einen Moment. Und jetzt sind hier ganz viele Wegpunkte noch erschienen. Ich kann da mal ein bisschen reinzoomen. Und wir werden da jetzt dann genau auf die 05 ausgerichtet. Falls ihr da jetzt natürlich, Entschuldigung, falls ihr da natürlich jetzt eine andere Bahn haben wollt, einfach auf Approach und hier wo die ILS 05 steht oder ILS 5, könnt ihr drauf gehen und dann habt ihr jetzt hier das ganze Menü. Was hier wohl ein bisschen blöd ist, ist zumindest bei mir und meinen Kumpels so, wenn ihr jetzt nach unten wollt, habt ihr hier leider keine Pfeiltasten und müsst das mit dem Mausrad machen. An sich eine schicke Sache, wäre da nur nicht das Problem mit dem Zoom. Also bei mir zoomt es dann komplett raus, bei meinen Kumpels auch. Was ihr dann aber machen könnt, ist, dass ihr wirklich einmal komplett nach ganz unten geht. Ups, jetzt habe ich hier aus Versehen was gedrückt. Dass ihr nach ganz unten geht und dann könnt ihr das nach oben scrollen. Dann scrollt ihr nur schön langsam, um die Liste durchzugehen, denn ja, wenn er einmal komplett reingezoomt hat, dann hat er komplett reingezoomt. Ne? So, das wäre es dann im Prinzip auch schon mit der Routenplanung. Was wir jetzt noch machen können, ist, wir können hier erstmal wieder auf Home drücken im rechten Bildschirm, damit wir wieder auf unserer aktuellen Position sind. Zoomen ein wenig rein, damit wir nachher einen besseren Taxi machen können und auch die ganzen Taxiways sehen können. Und können jetzt hier einmal, im linken oder rechten Bildschirm ist völlig egal, können wir jetzt hier das PFD-Menü ansteuern, indem wir dem Softkey neben PFD drücken. Dann seht ihr jetzt, ich mache mal die Sicht ein bisschen so. Jetzt habt ihr ja hier schön euer PFD im Blick und unten noch den kleinen Touchscreen. Und wir sind jetzt hier in unserem Kompass immer noch im VOR1 Modus. Also seht ihr dann auch hier als Kontrolle Nav Source Nav 1. Damit ihr da jetzt auf den FMS Modus wechselt, könnt ihr einmal klicken, zweimal klicken und jetzt seid ihr im FMS Modus und ihr würdet gleich auch per Nav fliegen können. Falls ihr jetzt noch das Bearing einschalten wollt, was ihr hier unten links und hier unten rechts sehen könnt, um euch die Distanz zu gewissen Wegpunkten anzeigen zu lassen, dann könnt ihr das auch einfach jetzt hier machen auf Bearing 1. Dann hat er hier Nav 1 drin. Das lasse ich mir auf Nav 1 auch, weil da nachher dann im Endanflug die Distanz zum Localizer steht. Und Bearing 2 drücke ich einmal, zweimal, dreimal und jetzt haben wir hier GPS. Dann zeigt er mir den nächsten Wegpunkt an. Seht ihr auch hier LN313. Das ist unsere Startbahnverlängerung, die wir eben reingemacht haben. Und bis dahin sind es 5,8 nautische Meilen. Und das würde sich dann halt auch jedes Mal aktualisieren, wenn ihr zum nächsten Wegpunkt fliegt. Ist eine ganz angenehme Sache, finde ich. Und ja, macht es einfach ein bisschen leichter, um dann zu sehen, wie weit man es jetzt noch bis zum nächsten Wegpunkt hat. Ob man vielleicht die Geschwindigkeit schon drosseln muss oder ob man langsam den Landeanflug beginnt bzw. den Sinkflug einleiten muss, etc. So, das wäre es dann auch mit dem Routenplanungsvideo im Prinzip schon. Ich hoffe, das war nicht zu schnell. Ihr seid alle mitgekommen und wenn es euch denn gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Abo, ein Like und auch gerne nette Kommentare und Anregungen für die nächsten Tutorials freuen. Alles klar, bis zum nächsten Mal.